Du kannst ja fliegen. Ist das gerade dein Ernst? Du kannst mir doch jetzt hier nicht alles verbieten, Mann. Ein Bad im Pool kommt für dich gar nicht in Frage. Ich bin der Vater und ich trage die Verantwortung. Wer ist da? Oh Gott, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Den anderen in jederlei Hinsicht überlegen zu sein, das fühlt sich nicht gut an. Ich muss das irgendwie ablegen. Dann auch wieder der Alte werden. Und dann wollen wir jetzt mit unserem Stream starten, oder? Mhm. Brauchen wir einen Namen? Ja, also irgendwas mit Lehrerin. Ich meine, das ist ja schon was Besonderes, dass wir zwei jetzt hier sitzen. Und wir sind ja tatsächlich Lehrerin. Ja, wir sind heiße Hot Bad Teacher. Hot Bad Teacher. Ja, wir sind ja böse und wir sind heiß. Das passt so. Ja, böse leider, okay. Ja. Okay. Schau mal, er hat sogar schon einen Private Chat mit uns. Das okay. Heißt jede Menge Money. Das klingt gut. Das ist auf jeden Fall ziemlich viel Kohle für den grünen Lambo. Oh yeah. Mhm. Dann? Ich beginne jetzt einfach mal. Okay. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay. Hallo ihr Süßen. Na, wie geht's? Gut. Zeig mal, wer aufsteht. Das ist auch Harald. Nein. Nein, ich bin nicht Harald. Na. Doch, das ist Harald. Das ist Harald. Es ist genau das passiert, was wir nicht wollten. Und jetzt? Kannst du dich, Frau Sommer, können Sie sich dran erinnern, in der Sauna, wie Sie noch zu mir meinten? Ja. Wenn sich da ein Schüler zuschaltet oder jemand, den man kennt, ja, das ist eindeutig Harald voll gewesen. Voll gefährlich. Das ist eindeutig Harald gewesen. Ja, scheiße. Was machen wir denn jetzt? Ja, weiß ich was nicht. Was machen wir denn weiß jetzt? Weiß ich nicht. Frau Sommer. Oh Gott. Das war so nicht geplant. Ja, natürlich schaut uns einer dieser pubertierenden Wichser zu. Ich meine, bei denen dreht sich gerade alles um nackte Haut. Es muss einfach aufhören. Also ich meine, ich muss eigentlich mit diesen Campshows aufhören. Ich war gerade unten und mit verbundenen Augen und da wollte mich jemand küssen. Wer wollte dich küssen? Harald! Das ist so ekelhaft. Und das war jetzt so schlimm. Ich meine, du hast die Memo selber in die Gruppe geschickt. Ja, ich weiß, aber nur weil der Kameramann mich dazu gezwungen hat. Wie bitte? Ja, die haben mir... Der hier? Ja, nein, das war der. Die haben mir dafür Geld geboten. Hallo, wie krank bist du denn bitte? Warum ist diese kranke Welt nur noch auf Sex aus, ey? Das ist so krank. Ja, das ist genau das, was sich die Zuschauer wünschen. Wir müssen schließlich für die guten Aufrufe sorgen. Gehen Sie weg jetzt, sofort! Raus! Das ist echt mega schön hier. Ja. Weißt du, ich habe nachgedacht. Ich will aufhören mit diesem Sextherapeut sein. Ich meine, hier dreht sich eh alles die ganze Zeit nur um Sex. Wozu führt das denn? Ja, finde ich auch gut. Ich habe mir ja damals auch viel zu viel Druck gemacht. Ja, und ich meine, ich bin wirklich verliebt in dich. Und ich will es einfach langsam angehen lassen, dass wir die Zeit genießen können. Und weißt du? Ja, finde ich auch gut. Ich will jetzt erstmal mein Abi fertig machen. Ja. Was eigentlich danach? Ich würde voll gerne ein freiwilliges soziales Jahr machen, in Papua-Neuguinea und armen Kindern helfen. Würdest du vielleicht mitkommen wollen? Klar, ja. Ja? Ja. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht, wie wär's denn mit einer Überraschungsparty? Ja, das wäre doch eine super Idee. Also wärst du dabei? Du? Achso,
ich darf mitmachen. Ich bitte dich darum. Ja, sehr gerne. Hast du Girlanden? Hast du Ballons? Hast du Tischdecke? Hast du Becher? Hast du das alles? Die finden wir hier irgendwo bestimmt. Super. Ja. Los. Dann. Eigentlich hat Georg gar nichts falsch gemacht. Er wollte nur nett sein und mich unterstützen. Fitness ist zwar wichtig, aber man sollte sich einfach eingestehen, dass man Stärken und Schwächen hat und dafür sollte man sich nicht schämen. Oh ja, das wird gut tun. Endlich mal wieder ein Event im Real Life organisieren. Das ist genau mein Ding. Ich habe mich nämlich viel zu sehr mit diesem Online-Gedöns auseinandergesetzt. Naja, auf jeden Fall freue ich mich sehr. Wenn ich dir doch sage, Pimli Drexler, es gibt im Grunde keine kühlere Art, sein Geld zu investieren, als in eine Rhino Shield Schutze. Besser okay. Als Investmentbanking, besser als Anlageninvestment. Oh, Scheiße. Stanley? Oh, ich hab dir doch gesagt, was passiert, wenn man MDMA nimmt. Gesenkter Dopaminspiegel, Noradrenalin, Serotonin. Es ist alles weg. Du wirst depressiv. Konnte schlecht gehen. Hör auf, so schlau zu sein. Keiner mag dich so. Warte mal. Wir müssen ihm das Shirt ausziehen, nicht, dass das dreckig wird. Jetzt im Ernst. Cheyenne. Sandy, lass mal kurz dein... Wir müssen kurz dein Shirt ausziehen. Wenn das dreckig wird, ist doof. Arme hoch, das ist die beste Taktik, ein T-Shirt auszuziehen. Ja, genau. Okay. Shit, wir müssen den vor Frau Ostermann verstecken, wenn die den findet. Erst in die Sauna. Der ist sauer im Arsch, das ist eine gute Idee. Stanley, komm mal mit. Leg mal deinen Arm um den Lied. Komm, wir gehen jetzt. Geh schon mal vor. Ja. Alles gut. Die Leute mögen dich nicht, Kenneth, weil du ihnen kognitiv überlegen bist, weil du intellektuell bist, weil du gebildet bist. Mir leid, du kleiner Wurm. Es muss sein. Jolene, du bist das schönste und netteste Mädchen, was ich hier kennengelernt habe. Und deswegen wollte ich dich fragen, möchtest du mich zu deiner Frau nehmen? Du meinst, ob ich deine Frau werden will, oder? Ja, möchtest du dich zum, dass ich dich zu meiner Frau nehme? Nie wieder in meinem Leben Drogen nehmen.
ruf mich an, wenn du etwas brauchst. Wir haben dich zum Ausnüchtern mal von den Lehrern versteckt, Pimli. Wie lieb. Sie hat mir geschrieben. Hallo, Frau Sommer. Ich bin so traurig. Ach nein, ich bin nicht traurig, es ist alles gut. Wollen wir nicht die Füße in den Pool machen? Ja, okay. Dann komm schon. Okay. Ich weiß nur was. Ja, das stimmt. es ist mega warm, warum sitzen wir hier in einem dicken Pullover? Ich mag das. Was ist denn los? Ich meine, seit ich in Amerika war, ich fand mich noch nie so besonders gut aussehend, aber das in Amerika, das hat das Ganze noch mal ein bisschen verschlimmert und seitdem schäme ich mich ziemlich so. Aber warum? Ich meine, du musst dich doch nicht schämen, du siehst doch gut aus. Glauben Sie? Ja, klar. Okay. Wie wär's, wenn wir einfach spontan nackt baden gehen? Nackt baden? Ja. Klar, natürlich bleibt es auch unter uns. Jetzt hier? Ja, natürlich, spontan. Ich meine. Okay. Super. Dann, ja. Ich zieh das mal aus. Ja. Super. Okay. Ja? Ja, und. Oh, ja, Moment. Oh, wow. Das auch. Und. Ja. ich hab's gleich, ja. Du hast aber gut vor, wa? Naja. Okay. Gut. So. Ja. Ja, ganz außen, ne? Ja. Super. Ja, dann. Okay. ja. Okay. Das war schön. Ja, das war echt das war eine tolle Überraschung, dass ihr da so alle hinterm Sofa und dann habe ich mich erschrocken und ja, das. Aber wir hatten ja auch über deine Überraschung gesprochen. Ja, hatten wir. Ja. Ui. So als Belohnung, weil du jetzt wieder der Alte bist. Ja, ja, das war, da habe ich mich irgendwie in ein Arschloch verwandelt und. Ich mag den Alten viel lieber. Ja, und du bist so schön wie eine 1000 Jahre alte Eiche. Okay. Ja. Ja. Ui, was ist? Oh. Ja. Mann, ich sag's einfach. Willst du mir zusammenziehen? Jetzt ernsthaft? Ich kann's nicht glauben, dass ich jetzt wirklich heirate. Ich auch nicht. Wer hätte das gedacht? Just one night. Just one night.